Heute sprechen wir darüber, wie du nie wieder Punkte in Transferaufgaben verlierst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Video wird ganz, 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 ganz wichtig für sehr viele von euch sein. Es ist nichts schlimmer oder enttäuschender, als wenn du eigentlich das Gefühl hast, du hast alles für die Klausur drauf und dann kommt eine miese Transferaufgabe, die du einfach nicht verstanden hast und dann einfach was Falsches hingeschrieben hast, nicht richtig das anwenden konntest und du hast im Prinzip einfach weit schlechtere Noten, als du eigentlich dir gewünscht hättest. Deswegen hier 5 Tipps, wie das nie wieder vorkommt. Erstens, Respekt senken. Wenn die meisten Schüler Transferaufgabe hören, kommt schon Transferaufgabe. Leute, auch in der Transferaufgabe, auch wenn die etwas challengender ist als die anderen Aufgabe, es kann nur das dran kommen, was du aus Kombination von dem Wissen, was du dir durch die Hefteinträge und durch die Unterrichtsstunden angeeignet hast, kombiniert mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, was du da abrufen kannst. Das ist alles. Wenn du das drauf hast, easy, okay? Keine Panik. Wenn du merkst, okay, es ist eine Transferaufgabe, entspannt rangehen. Ganz entspannt. Zweitens, die AFB-Struktur verstehen. Also AFB für Anforderungsbereiche, da gibt es ja 1, 2 und 3. Und die ziehen sich durch jede Klausur durch. Anforderungsbereich 1 ist, du musst einfach nur wiedergeben, was du stur auswendig lernen konntest. Das sind zum Beispiel Aufgaben, wo es heißt, nenne 4, bababam. Ja, wo du es einfach nur hinschreiben musst, ohne irgendeinen Zusammenhang oder irgendwas zu erklären. Das ist nämlich dann der zweite Anforderungsbereich, dass du wirklich Dinge erklären kannst, dass du Zusammenhänge herstellen kannst. Das heißt, wo man wirklich merkt, okay, der hat das Fach und die Thematik auch verstanden. Und dann gibt es noch AFB 3, wo du wirklich darüber hinausgehen musst, wo du wirklich Dinge, ja, reflektieren musst, wo du deine Meinung, ein Urteil zu verschiedenen Dingen abgeben musst. Und gerade das sind ja dann die entscheidenden Transferaufgaben, wo es dann wirklich um die Punkte geht. Und wenn du es wirklich schaffst, schon auch, weil eine Transferaufgabe steht selten allein. Es ist meistens so, dass es in so einem Aufgabenkomplex integriert ist. Und in diesem Aufgabenkomplex solltest du die Struktur verstehen. Zum Beispiel, okay, Aufgabe A ist rein Anforderungsbereich 1. Weil da heißt es vielleicht einfach nur, nennen Sie den Beginn des Zweiten Weltkriegs, ja? Und dann schreibst du halt da hin 1939, wenn das korrekt ist. Ich hatte es lange nicht mehr, auch wenn es echt Allgemeinbildung sein sollte. Aber ich bin mir sehr sicher. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ich es falsch hatte. Dann ist die zweite Aufgabe ist vielleicht ein Mix aus Anführungsbereich 1 und Anführungsbereich 2, wo es vielleicht einfach nur heißt, nennen und beschreiben Sie die wichtigsten Ereignisse, die vor Beginn des Krieges stattgefunden haben. Schreibst du das hin. Dritte Aufgabe ist dann vielleicht nur Anforderungsbereich 2, wo du dann, keine Ahnung, erklären Sie, wie, was, aus welcher Sicht Deutschlands passiert ist, also wo du es wirklich einfach erklären musst. Und dann D, also Aufgabe 4 oder D halt, je nachdem, ob es mit A, B oder mit 1, 2, 3 nummeriert ist, ist dann zum Beispiel, hey, jetzt erklär, das wird auch geil, so ein Operator, hey, mach mal das. So, wenn du dann wirklich hast, keine Ahnung, reflektieren Sie über den Verlauf des Krieges und was Deutschland hätte anders machen können oder keine Ahnung was. Und das ist halt dann wirklich die Transferaufgabe, wo du wirklich darüber hinausgehen musst, deine eigenen Sachen einbringen musst. Und wenn du das aber erstmal erkennst, verstehst du auch überhaupt, okay, wo ist denn Transferwissen gefragt und wo eben nicht, weil das ist mindestens genauso wichtig. Drittens, Signalwörter nutzen. Eine Sache, mit denen ganz viele von euch strugglen, was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass ihr eine Transferaufgabe vor euch habt. Und dann denkt, ihr wisst nicht, was jetzt hier gefragt ist. Und das ist natürlich komplette Katastrophe, weil du irgendwie das Gefühl hast, fuck, okay, ist jetzt irgendwas, was ich nicht gelernt habe oder ich check's nicht oder ich weiß nicht, was er von mir will. Ist natürlich mega, mega schlechte Grundlage, um darauf dann was Sinnvolles hinzuschreiben. Deswegen, versucht euch mal nicht in diesen längeren und mehreren Sätzen, wie es ja meistens bei Transferaufgaben gefragt ist, nicht darin zu verlieren. Also dann irgendwie den Satz und es ist schon am Ende von der Klausur und du versuchst zum dritten Mal zu lesen, ich raff's nicht. Sondern versucht euch mal auf einzelne Signalwörter, auf verschiedene Fachbegriffe, Schlagwörter, Jahreszahlen, was auch immer, einfach einzelne Punkte in der Aufgabe zu konzentrieren und dann die überlegen, wo kam das vor, an welcher Seite, in welchem Hefteintrag, in welcher Stunde haben wir es besprochen und was haben wir außenrum besprochen. Weil so schaffst du es im Prinzip, dass du nicht versuchst, von der Aufgabenstellung in verzweifelt das zu kommen, was dahin gehört, sondern du gehst von dem, was du schon kennst, was du verstehst, von dem Text, nicht vom Text, sondern mehr von den Sachen, die du eben schon gelernt hast daheim, also wirklich deine Hefteinträge, davon her gehst du dahin, was
könnte denn da gemeint sein? Weil über einen Stichpunkt kommt man da vielleicht hin. Du verstehst, okay, darum ging es, das hat mir aufgeschrieben, das hat mir besprochen. Und dann, wenn du dann nochmal die Aufgabe durchliest, ah, okay, das ist so gemeint, das ist darauf bezogen, ah, okay. Und dann fällt es dir meistens wesentlich einfacher, das Ganze auch hinzuschreiben. Viertens, Struktur skizziert. Gerade dann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich komme jetzt echt nicht dahinter, was da jetzt genau gefragt ist in der Aufgabe, versuch mal wieder nicht, dich eben auf die ganzen einzelnen Sätze zu konzentrieren, die halt super verwirrend sind, weil unser Kopf auch einfach nicht linear denkt, sondern versuch mal so, wie unser Kopf wirklich denkt, hinzuskizzieren. Das bedeutet, bleiben wir bei unseren vier vorherigen Teilaufgaben, also wie gesagt, Beginn des Krieges, dann schreib dir wirklich einfach nur, dann zeichne dir rechts neben die Aufgabe Beginn des Krieges. Nicht mehr, super simpel halt, Beginn des Krieges. Dann B, wichtigste Ereignisse plus Zusammenhang. Ja, dann hast du das für B eben, was ich eben vorhin schon gesagt habe. Dann C, erkläre, was danach passiert ist. Oder einfach nur erklären der nachfolgenden Geschehnisse. Einfach nur das in Schrift zeichnen. Und dann D, viertens oder was auch immer, dann hinter rein, hey, immer dieses Hey, werden Sie wieder vergessen bei der Transferaufgabe. Hey, mach Transferaufgabe. Und dann viertens wirklich zu sagen, bei D eben, okay, was weiß ich, was hatten wir vorhin noch gesagt, was hätte Deutschland anders machen können? Ja, und dann hast du einfach nur die Sachen untereinander, anstatt so einen fetten Block voll von Sätzen und auf einmal verschießt du es, wie es aufgebaut ist. Auch du erkennst auch diese AFB-Struktur nochmal richtig krass und kannst damit viel, viel leichter arbeiten. Dann fällt es dir vielleicht auch leichter, richtige, sinnvoll gestaffelte Antworten zu geben. Fünftens, arbeite nach Sinn. Egal, wie sehr du irgendwas auseinander nimmst oder irgendwie auch versuchst, da was reinzuinterpretieren, was zu skizzieren, auf deine Heftenträge zurückzugehen, es kann immer sein, und es ist ja auch normal so, dass bei einer Transferaufgabe du dir nie zu 100% sicher sein kannst, was genau gefragt worden ist. Und das ist normal. Da ist dann einfach wichtig, dass du ins Selbstvertrauen reingehst und sagst, ich mache das einfach so, wie das für mich Sinn ergibt. Ich habe die Frage so verstanden, ich bearbeite die jetzt so und so und dann passt es. Das heißt wirklich, at the end of the day, mach diese Methode, um wirklich drauf zu kommen, wo möchte der Lehrer hin. Aber wenn du einmal die vernünftige Richtung hast, dann versuch die wirklich einfach so auch einzuschlagen und dann deine Details so hinzuschreiben, wie du das Gefühl hast, das gibt für dich Sinn. Und das ist schlussendlich auch die beste Antwort, die du geben könntest. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know what the fuck is a team. Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.